Gentlemen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prison Architecture. Ich wollte schon wieder Cities Skylines sagen und ich weiß wieder nicht warum, vielleicht wird eine Special Blood oder so. Ja, willkommen zurück zu Prison Architect und willkommen zurück zu, wir haben immer noch nicht genügend Geld, um unseren zweiten, gottverdammten, ich lasse es. Ja, wir brauchen dringend diesen zweiten, ach ja, sind die 48 Stunden rum, kann ich sagen, ne, kann ich immer noch nicht. Keine Tode in den letzten 48 Stunden sind immer noch nicht. Nein. 24 Stunden, zum Glück nicht 48, ich dachte schon. Aber gut. 43 Stunden dauert es noch, bis unsere Zeugen alle weg sind und wir endlich wieder ein bisschen mehr Platz haben hier in unserem Schutztrakt. Wobei, wisst ihr was, ganz ehrlich, wo ist denn dieser furchtlos wichtiger Zeuge? Was ist mit ihm hier? Verräter furchtlos, ja, der ist der normale Verräter. Bandenmitglied wichtiger Zeuge, weißt du was? Den sitze ich jetzt mal auf Isolierung permanent. Das ist deine Zelle da, ne? Und du hast es eigentlich nicht verdient, ne? Du bist einfach nur wichtiger Zeuge, hast aber sonst nichts, du hast nichts verbrochen eigentlich. Deswegen tauscht ihr beiden jetzt mal bitte die Zellen. Weil, ehrlich gesagt, den da oben jetzt für noch weitere 42 Stunden in Isolationshaft zu setzen, ist nicht so ganz das, was ich vorhab. Deswegen, holt ihr mal einer da raus und schickt den anderen mal einer für ewig in Isolationshaft. Isolierung permanent. Genau, einmal raus da bitte. Und der andere kann dann jetzt mal direkt hier unten drin schinden, weil der wird eh länger hier unten in der Zelle drin bleiben, dadurch, dass die neuen Zeugen, oder die Zeugen, die wir retten konnten bis jetzt, bald weg sind in 42 Stunden. Deswegen, also es macht keinen Sinn, sich da jetzt irgendwie großartig Gedanken drum zu machen. Warum es sich allerdings sicherlich Sinn macht, Gedanken drum zu machen, ist, diesen Holzstamm jetzt mal zu verkaufen, damit die nicht extra für den nochmal loslaufen. Und vor allen Dingen sich anzugucken, Alter, haben die doch noch viele... Oh, es fängt schon wieder an zu regnen. Was ist das denn für ein Wetter hier? Egal. Wie viele Bäume die hier doch noch tatsächlich geschafft haben zu pflanzen in der Zeit. 35 Stück hatte ich ja ausgerechnet. Das sieht aber auch echt aus wie 35. Circa. Sind jetzt vermutlich noch 32, weil ich glaube 3 habe ich deleted oder sowas. Ne? Ja, habe ich. Also, na gut. Never mind. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? In erster Linie sieht es mal ganz trüb und ganz trist aus, weil es regnet ja schon wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich riesig freuen, indirekt, wenn es hier irgendwann mal in unserem Knast auch passieren würde, dass wir eine Hitzewelle oder so einen Starkregen kriegen, wo hier wirklich tatsächlich nur Wasser kommt. Ich weiß gar nicht, was da passiert und das eben diese Neugierde, die weckt mich irgendwie. Was ist hier schon wieder passiert? Da ist schon wieder meine Neugierde. Jungs, ich müsste mal dringend wissen, was hier wieder passiert ist. Warum ist hier schon wieder irgendwas? Ich weiß es nicht. Aber, na gut. Hier unten sind auch immer noch nur Bluesec, die im Reformierungsprogramm drin sind. Ja, sind sie. Und wenn die hier doch so einfach austicken in diesem Reformierungsprogramm, warum setzt man die nicht einfach mit Handschellen da rein? Ich habe keine Ahnung. Was macht er hier? Bücher im Bücherregal sind auf jeden Fall ohne Ende zugewiesen. Gut, wir haben so viele Bibliothekarspolte hier drin stehen, die haben sie natürlich innerhalb von 5 Sekunden alle sortiert und zugewiesen. Da sitzt unser Typi, was ist mit ihm hier? Zustand high, ach so. Gefangenen angegriffen, Personal angegriffen, vermutlich unter Drogeneinfluss, nehme ich mal an jetzt. Vielleicht ist das ein Schuldausschließungsgrund bei ihm, aber so wirklich... Ja gut, ob der jetzt da noch länger drin sitzt oder nicht, wenn er high ist, macht es ihm glaube ich eh nichts. Ja, wir werden mal gucken. 16.000 Euro haben wir momentan, das ist jetzt nicht so viel. Aber das könnte jetzt in wenigen Sekunden schon wieder mehr werden, weil wir haben ja jetzt unter Betrachtung aller unfassbar tollen, wichtigen Sachen und so, jetzt die Möglichkeit, zack, auf die Arbeit wieder zuzugreifen. Das ist traumhaft. Und wir haben da einen neuen Klassenraum gebaut und diese neue Kapelle da oben, die jetzt auch schon genutzt worden ist, das ist toll. Das Schöne ist, jetzt ist hier so viel Holz drin in den Werkstätten, dass die vermutlich nicht mal einen Meter voneinander wegkommen. Das heißt, ich nehme mal an, die werden das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen umstapeln, um sich selbst überhaupt mal so ein bisschen Platz zu machen in den Werkstätten. Wäre zumindest schlau oder würde ich auch empfehlen. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier unten das angucke, da müsste eigentlich gar keiner mehr drin arbeiten. Da blickt eh kein Mensch mehr durch. Hier mache ich euch mal ganz kurz die Presse frei, obwohl das eigentlich... Ah, Pressefreiheit, hä? Ach Gott, komm, ich sollte diese dämlichen Wortwitze lassen, wirklich. Aber trotzdem, eigentlich werden die jetzt eh nicht gebraucht, wobei da ist noch so viel Metall drin. Was haben die denn hier alle? Arbeitet. Als was denn? Ach so, in der Wäscherei. Lagert Gefangenenuniform. Oh, ach so, ja. Das Problem ist, unsere Wäscherei klaut uns, glaube ich, ziemlich viele Leute, ne? Brauchen wir überhaupt Leute in der Wäscherei? Ich glaube, das können unsere Hausmeister ganz von alleine. Soll ich das ganz ehrlich mal sagen? Ich glaube, die Leute, die in der Wäscherei drin sind, die können ruhig mal die Sicherheitsunterweisung machen. Oder machen die dann gar keinen Job? Das ist die große, große Frage. Denn unsere Wäscherei ist eigentlich problemlos, kommt die momentan klar.
Zwar kriegen die Leute, die jetzt ein bisschen draußen gewesen sind von den Gefangenen, kann ich immer irgendeinen treffen, der draußen ist. Sind das alles Gamer? Also warum sitzen die alle in einem Haus? Da. Also Kleidung und Spiritualität, Erholung, Komfort ist natürlich jetzt bei diesen Leuten hoch, weil wenn die draußen rumlaufen, logischerweise, ne? Nasse Klamotten sind nicht schön. Das ganze Bedürfnis sinkt dann gleich wieder, im besten Fall, wenn er neue Klamotten kriegt oder halt eben drinnen im Warmen sitzt. Jetzt hier beispielsweise im Besucherzimmer sind ja angenehme 20 Grad und das ist nicht das Problem, wenn es mal ein bisschen regnet. 3 Grad haben wir draußen nur noch, eigentlich könnte es schon fast Tage geben, aber ich glaube in diesem Spiel, ist das nicht so tragisch. Na gut, so, hier drin wird jetzt gerade fleißig gearbeitet, sogar in der Werkstatt. Und wenn ich mir das hier so angucke, ist doch schon ein bisschen Holz entstanden hier momentan. Wir haben im Lager auf jeden Fall mal keins mehr sinnlos rumliegen und hier unten liegt auch keins mehr sinnlos rum. Das heißt, jetzt wird hier tatsächlich sinnvoll, produktiv mehrere Stunden am Stück. Ich weiß nicht mal wie lange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden am Stück wird jetzt ohne Ende Holz produziert oder verarbeitet. Und das ist super, weil dann werden wir vielleicht heute schon die Möglichkeit haben, wieder ein bisschen unseren Gefängniswert zu kaufen. Wie viel kostet uns der Anteil? 160.000 Euro. Das heißt, wenn wir da oben 160.000 Euro am Ende des Tages stehen hätten, was jetzt natürlich ein bisschen hoch ist, aber trotzdem unrealistisch total ist es nicht, dann wäre es super, weil dann hätten wir die Möglichkeit hier tatsächlich sinnvoll, ja, Fortschritte zu machen. Ich tue den ganzen Dudes hier mal gerade übrigens einen Gefallen und schon während der Arbeitszeit klaue ich denen einfach diese ganzen Nummernschilder, weil die blockieren im Grunde genommen eigentlich nur den Platz für Holz. Ja, momentan. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, diese ganzen Nummernschilder mal weg sind. Das heißt, ich mache das jetzt mal während der Arbeit, damit die gleich wieder ein bisschen mehr Platz haben, um das Holz hin und her zu stapeln, um einfach freier arbeiten zu können. Das wäre mir ein bisschen lieber. Zack, 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 zack. So, ich glaube, das war's. Das heißt, die haben jetzt ein bisschen mehr Platz in den Werkstätten, können jetzt viel mehr arbeiten. Die hier produzieren zu 90% zwar eh nur diesen ganzen Metallmüll, aber es ist halt so. Ja, was willst du machen? Es ist halt ein bisschen Metallmüll in der Umgebung. Und guck mal, das Wetter wird doch wieder besser. Noch kein Starkregen und auch noch keine Explosion. Was haben unsere. Achso, unsere Hochsicherheitsleute haben jetzt auch, glaube ich. Die haben jetzt Arbeit, aber die wollen nicht. Die haben keine Lust. Oder es gibt einfach keine Stellen für. Ja, ich glaube, die dürfen gar nicht bei allem mitarbeiten. Glaube ich. Weiß ich nicht. Kann das sein? Ich glaube, die Hochsicherheitsleute habe ich noch ein bisschen ausgegrenzt davon. Alter, ohne Spaß. Jetzt mal ganz im Ernst. Das blendet doch schon fast von der Farbintensität her, oder? Guck mal, ist alles orange, alles grelle Farben, deutliche Farben, helle Farben, klar zu unterscheidbare Farben. Alter, das ist super. Das freut mich. Das ist wie Minecraft mit Texture Pack, ey. Ohne Spaß. Das ist ziemlich krass. Eigentlich sind das vermutlich gar keine besseren Farben als vorher. Es fallen halt jetzt nur, wie gesagt, deutlich besser auf. Und das reicht mir eigentlich schon. So, was macht ihr jetzt hier? Nicht mehr arbeiten. Habt jetzt keine Lust mehr. Oh, warte, ich mache euch Platz. So, kannst du jetzt. Jetzt kann wieder einer arbeiten. Jetzt lädt er das da drauf. Ich glaube, ich muss den hier währenddessen auch schon mal so ein bisschen die Tischsägen frei machen. Jetzt können sie immer noch eine Dreiviertelstunde auf den Tischsägen arbeiten. Ich glaube, ich muss denen die Tischsägen frei machen. Ansonsten können die, glaube ich, nicht arbeiten. Sonst haben sie hier nur Probleme. Ja, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich. Ich muss immer dafür sorgen, dass die Tischsägen frei sind. Und der Schwachsinn hier oben mal wegkommt, aber trotzdem. Ich glaube, wenn ich denen die Tischsägen frei. Weil die legen fertiges Material nicht auf den Boden, sondern legen das nur auf Tische. Und die Tische sind ja alle besetzt, momentan dadurch, dass die hier so viel Holz drin liegen haben. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich so ein bisschen abwarten, bis jetzt hier mal. Ja, ein bisschen mehr Platz drin ist, ne? Also das heißt, ich glaube, es kostet uns jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, das Ganze. Aber ich glaube, die werden schon noch ein bisschen was dahin gewuselt kriegen in jetzt noch 20 Minuten. Wir haben nur 0 Grad draußen. Es ist echt nicht gerade warm. 0 Grad, eieiei, da friert man sich den Arsch ab. So, fertig sind die jetzt. Dann verkaufe ich den Rest von dem Zeug jetzt hier auch noch. Jetzt muss ich hier nochmal hergehen, ich weiß. Aber guck mal, was uns das jetzt allein gebracht hat, da nochmal so ein bisschen Platz reinzubringen. Na, 5.100 Euro an der Seite. Hier unten hat es uns nichts gebracht, weil da bringt es uns sowieso die ganze Zeit nichts. Aber trotzdem, weg und weg. Ich treffe den nicht. So, und weg. Und dann machen wir das hier oben mal. Das und das und das. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier mal gerade so ein paar Minuten lang am Stück nur Holz verkaufen musste, aber ich muss, manchmal muss man halt, ja. Es ist ja keine schlimme Arbeit. Es ist ja doch eine ganz, ganz angenehme und schöne Arbeit, wenn man sich jetzt hier mal so die ganze Zeit so ein bisschen Geld zusammenwuselt. Genau. So, jetzt haben wir vermutlich, ja. Sagen wir mal, 15.000 Dollar haben wir, ja, über 15.000 Euro haben wir so
eingespart, nur dadurch, in der Dreiviertelstunde schaffen die also 15.000 Euro zu produzieren. Mit vollem Holz. Ist doch super, da sage ich doch gar nichts gegen. 15.000 Euro in einer Stunde, das ist doch eigentlich gar kein so schlechter Umsatz, oder? Ich finde schon. Okay, liebe Leute, an der Stelle möchte ich mal ganz kurz eben mir Gedanken darum machen, inwieweit wir hier in naher Zukunft eigentlich mit, ja, unseren Low-Sec-Leuten verfahren. Weil wir brauchen definitiv immer mehr Arbeitskräfte. Der Meinung bin ich wie immer. Und wir haben, wie viele Leute jetzt momentan in unserem Gefängnis? 100 Leute und wir haben Kapazität 132 niedrige Sicherung. Wie viel sind hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 Zellen. Das heißt, wir könnten hier tatsächlich schon den nächsten Zellenblock, und das wäre dann jetzt der hier unten tatsächlich, als erster Zellenblock überhaupt. By the way, dieser Gruppenraum ist für alle offen. Danke. Dieser Zellenblock wäre jetzt, by the way, der erste Zellenblock, der tatsächlich mit einer eigenen Dusche, tatsächlich sogar, wisst ihr warum? Weil die können sowieso da hochlaufen, schneller als die bis da hinten hinlaufen können. Der jetzt in diesem Gebäudeteil tatsächlich schon umstrukturiert wird auf Orange-Sicherheitsstufe. Genauso wie wir dann auch auf Einlieferung morgen wieder auf Full Capacity 29 Insassen dieser Gefahrenstufe zusammensuchen werden. Und die Leute, die jetzt hier momentan noch nicht so ganz angepasst sind an das Ganze, dürfen dann jetzt hier auch nicht mehr rumlaufen. Das heißt, das hier ist jetzt tatsächlich orange. Und unsere orangenen Leute waren ein bisschen benachteiligt. Die durften bis jetzt in den Gruppenraum noch gar nicht rein. Jetzt dürfen sie es, alles kein Problem. Den müssen wir allerdings auch irgendwann, wie gesagt, noch richtig schön umbauen. Die Frage ist natürlich, wie machen wir das? Aber momentan noch gar nicht, weil wir brauchen erstmal 160.000 Euro. Ich hoffe mal, die Zahl steigt jetzt auch nicht irgendwie versehentlich noch. Doch, guck mal, die sinkt sogar wieder. 148.000 Euro. Dadurch, dass wir dieses ganze Holz verkaufen, wird der Wert wieder niedriger. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Logischerweise, weil es ist dann weniger Wert von Sachen auf dem Grundstück des Gefängnisses. So wird das ja berechnet. Und das heißt, hey, je schneller das Holz weg ist, desto mehr Geld haben wir. Und je mehr Geld wir haben, und je schneller das Holz weg ist, gleichzeitig, desto weniger müssen wir bezahlen. Das ist ein bisschen paradox, aber funktioniert. Finde ich gut. Finde ich ganz gut. So, da oben gibt es gerade mal eine kleine Klopperei. Ich habe so das Gefühl, hier ist irgendwo irgendeiner bei, der jetzt hier vielleicht einen Ruf auf Fragezeichen stehen hat oder der jetzt hier tatsächlich Zeuge ist. Der hat Ruf auf Fragezeichen. Ja gut, Jungs, geht mal dazwischen, der ist jetzt eh tot. Auf den wurde eingeschlagen. Kann ich mal sehen, auf wen da jetzt eingeschlagen worden ist? Kann ich das sehen? Bewusstlos und was ist mit ihm da? Ja, der hat einen Ruf auf Fragezeichen. Also vielleicht kann der das Opfer gewesen sein. Eventuell, wie gesagt, ernsthafte Verletzung, Personal angegriffen. Der hat nur Gefangenen angegriffen. Ich glaube, der war der Aggressor. Der hat mitgemacht und der da hat halt sich verteidigt. Aber es ist nur Mutmaßung. Ja, wie gesagt, wir lassen den jetzt hier einfach mal so ein bisschen rumchillen. Komm mal 34, 34 Jahre alt. Ja, lassen wir den mal so ein bisschen rumchillen. Da ist unser Russell Hammond wieder. Schön. Also wirklich der Name. Der roastet mich jeden Tag, dieser Name. Russell Hammond und dann dieses. Ach, guck da, Daniel Bitsnitch. Verurteilt zu 2 Jahren Haft für Violent Disorder. Familie, Frau, 27, Mutter, 49, Vater, 46. Ja, the Swedish Terrorist. Gewalttaten 2 Jahre, eher Fälschung 7 Jahre. Ja, das hat er schon abgesessen. Also, ich glaube, das läuft. Die Kantine hier oben ist ja jetzt sowieso wieder für alle offen. Dadurch, dass wir das ja nicht anders handeln konnten, entschuldigt. Aber zumindest haben wir jetzt morgen wieder 28 neue Insassen. Das heißt, 26, die hier reingehen und 2, die da oben reingehen, weil wieder 2 released worden sind. Ey, meine Güte, mir gehen die Leute aus. Wir brauchen mehr Leute in den Werkstätten. Wir haben viel zu wenig qualifiziertes Personal. Nur noch 54. Wir hatten mal über 100. Also, es ist alles nicht so ganz easy mit der Umstellung. Wir stellen ja unseren kompletten Betrieb, unser komplettes Gefängnis ja jetzt auf diese orangene Sicherheitsstufe um. Also, das heißt, das wird noch ein bisschen lustig werden. Da wichtiger Zeuge. Ja, genau. So, was mit dir? Zustand? Ja, du hast noch ein bisschen. Du kommst zur Zelle schon zurück und du hast noch 2 Stunden. Also, ich glaube, das Ganze läuft doch dann ganz recht entspannt und es geht auch voran. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit den Drang, irgendwas zu bauen, wie man ja schon gesehen hat. Ich habe ja jetzt hier quasi sinnloserweise mal hier diese ganzen Sachen oder sinnvollerweise. Wir haben jetzt endlich einen Nutzen für diesen Raum. Ich habe in der Wäscherei immer die Lampen vergessen. Zumindest in der Mitte. Die Wäscherei sieht mir zu dunkel aus. Für die $30 mehr oder weniger, das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Kommen jetzt hier erstmal noch 2 Lampen rein jeweils.
Weil ehrlich gesagt ist mir das doch ein bisschen sehr dunkel hier in der Wäscherei. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil guck mal, wie dunkel. Jetzt mal ernsthaft, das ist stockdunkel da in der Wäscherei immer an der Stelle. Das heißt, ich glaube nicht, dass das so tragisch wäre. Wir lassen jetzt mal die Wäscherei, by the way, erstmal auf für alle offen, aber wir machen noch keinen Job da rein. Weil ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das so dringend notwendig ist. Weil unsere Leute, unsere Hausmeister kommen da eigentlich ganz gut momentan noch hinterher, was das angeht. Das heißt, warum sollte ich da jetzt Personal von meinen Gefangenen für absenden, die eigentlich in den Werkstätten arbeiten müssten? Oder sollten. Es ist das bessere Wort. Weil müssen muss das eigentlich keiner. Das Reformierungsprogramm ist freiwillig. Aber es bringt mir halt Geld und deswegen bin ich ganz doll dankbar, wenn das irgendjemand macht. Von den Gefangenen. Deswegen. Er wird von mir individuell gefördert. Mit Geld. Na gut. So, was ist da los? Da liegen jetzt Gebetsteppich überflüssig und noch ein überflüssiger Gebetsteppich kann weg. Kann auch weg. Ich schmeiße das mal eben alles in den Müll. Zutaten in die Kühltruhe bitte nicht in den Müll schmeißen. Die werden noch gebraucht. Da kommt der Typ. Der kommt, der kocht. Und zurück. Super. Okay. Ehrlich gesagt, muss ich sagen, es ist ein sehr komisches Gefühl, wenn man selber nicht weiß, ob man jetzt bauen darf oder nicht. Das heißt aber für mich übrigens, by the way, jetzt erstmal was ganz anderes. Ich überlege mir gerade, da 10, da ein 10er Abstand und dann da ein 10er Abstand. Das ist, geht genau nicht auf. Oh Mensch, da ein 10er Abstand, da ein 10er und dann hier so ein 11er Abstand. Weil, ehrlich gesagt, ist mir das so hässlich, wenn das da oben so dunkel ist. Guck mal, hier ist alles hell, 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 da ist dunkel. Ja, auch hier setzen wir mal ganz kurz noch eben 5 Lampen. Ich hoffe mal, da wird mich keiner für umbringen. Oh mein Gott. Nein, ich denke nicht. Also ich glaube, hier diese 5 Lampen, da werden wir schon noch mit klarkommen. Das sollten wir in den Griff kriegen oder hinkriegen. Wie gesagt, wir müssen noch ziemlich viele Kostenstellen bearbeiten in naher Zukunft. Das fängt an mit diesen Lampen, die sehr, sehr teuer sind. Alles hochwertig. Kennt ihr diese Designer-Gartenlampen, die sich manche Leute in den Garten stellen? Ich denke mir, hä? Wenn es dunkel ist, bin ich meistens nicht mehr im Garten. Ich hab nicht mal einen Garten. Ah, naja, ich hatte mal einen. Also, ich habe ja nicht ewig in Köln gewohnt, beziehungsweise bin hier nicht geboren, sondern bin ja ganz weit abseits in der Provinz, im Nichts, ist nirgendwo als irgend so ein Typ mitten auf dem Bauernhof. Naja, nicht wirklich auf dem Bauernhof. In einem Dorf mit 90%igen Bauernhofanteil geboren. Und naja, da wohne ich dann. Oder habe ich gewohnt als Kind. Und entsprechend dann auch meine Lebenszeit sinnvoll. Das ist auch so geil irgendwie, ne? So als Kind so auf Dorfleben als Kind in meinem Alter, ja, der alte Mann redet, war, du gehst raus zu deinem Nachbarn, du gehst in den Wald mit deinem Nachbarn, ihr sammelt Stöcke und haut euch damit gegenseitig auf die Fresse, dann kommt ihr mit beide Fresse poliert wieder nach Hause, habt alles kaputt, Klamotten kaputt, Zähne kaputt, nein, Zähne nicht. 50 Schramm, ich habe immer noch 50 Narben an meinen Händen und Armen, weil man sich damit gegenseitig auf die Fresse gehauen. Das war lustig, okay? Ja, und heute spielt man dann irgendwie Ego-Shooter. Da soll noch mal einer sagen, Ego-Shooter sind eine schlechte Sache. Weil sich mit Stöcken im Wald auf die Fresse zu hauen, hat meine Mutter definitiv mehr auf die Palme gebracht, als irgendein Ballerspiel zu spielen. Okay, das nur so am Rande. Falls mal hier so eine Argumentation fehlt, ich habe eine. Mir fällt übrigens gerade auf, wir haben schon wieder einen Tunnel. Nein, warum haben wir schon wieder einen Tunnel? Ach komm schon, ihr wollt mich doch verarschen. Wie gesagt, ich hatte doch irgendwann mal in so einer Folge nochmal darauf hingewiesen, dass das hier so ziemlicher Quatsch ist. Mit diesem. Ah. Ja, wir haben ihn schon gefunden. Also Jungs, jetzt mal ganz im. Ja. Immer mit der Ruhe. Guck mal hier, die komplette Kolonne. Wie. Ja, nice one. Wirklich. Also wirklich nice one. Wie machen die das die ganze Zeit? Willst du mich verarschen? Ich habe übrigens, by the way, schon wieder gehustet. Es tut mir leid. Aber es ist halt ein bisschen, Also jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Jetzt ganz im Ernst, Leute, ja? Diese Tunnel, ne? Guck mal. Ich habe da Metalldetektoren. Ich glaube, das Problem ist, ich kann diesen Strom. Kann ich an dem Stromkreis noch einen Metalldetektor dran machen? Ich glaube, wir müssten jetzt mal als Konsequenz von allem, wir müssten jetzt mal einfach davon ausgehen, dass die tatsächlich so schlau sind und wobei können die über den Hof? Die können über den Hof hier hinten rum. Jo, Jungs, das ist voll die dumme Sache. Das ist richtig dumm. Das ist richtig dumm, da nur Metalldetektoren. Die Metalldetektoren müssen da eigentlich vor. Aber da können wir sie nicht hinmachen. Genauso wenig wie da unten. Weil die einfach scheiße.
Scheiße, die können ja über den Hof gehen. Das habe ich voll vergessen. Ach, Kacke. Also, ich mache jetzt erstmal da noch zwei Metalldetektoren hin, weil ich hatte ich eh schon da geplant. Und jetzt müsste ich eigentlich vor dem Hof noch so einen Haufen Metalldetektoren hinstellen. Das Problem ist, ich glaube, das hält mein Generator gar nicht aus. Der flippt aus vor Freude. Wobei, ist doch, doch, okay, doch. Doch, 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 das hält er aus, weil ich kann jetzt hier die Metalldetektoren, die ich da vorgesehen hatte, eigentlich können wir die hier hinbauen. Weil, ehrlich gesagt, wo ist Strom? Da ist Strom, weil ehrlich gesagt, das ist ja ziemlicher Bullshit. Wenn man jetzt sagen würde, da bräuchten wir eigentlich, da brauchen wir keinen Metalldetektoren, weil die jetzt hier von hier vorne eh nicht hergehen könnten, weil das hier ist nur für Personal. Aber trotzdem, es ist schon sehr beachtlich, was die hier gerade geleistet haben. Die haben sich schon wieder rausgebuddelt. Das ist doch nicht normal. Ohne Spaß. Muss ich hier irgendwas fixen? Nee, da liegt noch irgendein Bewusstloser rum. Ja, nimm den mal bitte mit. Der blutet da alles voll. Das sieht kacke aus. Haben die jetzt hier irgendwo noch einen Schaden verursacht? Ich glaube nicht, ne? Metalldetektoren stehen zwei Stück. Jetzt stehen drei. Plöpp. Und jetzt ab da ist jetzt hier Feierabend mit dem Schwachsinn. Strom haben sie. Und das hält das Ding auch noch. Ja, das hält er noch locker aus. Ich glaube, Metalldetektoren fressen nicht mehr so viel Strom. Komm, mach Kabel dran. Hier kommt jetzt keiner mehr durch, ohne nicht 50 Mal kontrolliert worden zu sein von mir. Weil ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Lust mehr darauf, dass sie sich hier alle 5 Minuten rausbuddeln. Das ist so krass. Und da, guck mal, da haben wir so ein bisschen den Boden. Ach, den Boden, den kann mir jetzt mal egal sein, weil wir werden den ja eh irgendwann austauschen. Wenn die sich ihren eigenen Zellentrakt kaputt machen, hey, das ist nicht mein Problem, ne? Weißt du? So. Gut, was allerdings mein Problem ist, ist, dass wir jetzt so eine Müllflut hier unten haben, vor lauter Tunnelentsorgungszeug. Und dass wir hier noch, das ist ganz, ganz relevant, einen ziemlichen großen Haufen Leute gleich kriegen. 28 Leute, 8, 16, 24, also 3 und so viel Busse kommen heute an und werden jetzt hier gleich in aller Seelenruhe von mir empfangen. By the way, werde ich dann selbstverständlich hier oben mal eben die Einlieferung wieder schließen, weil wir brauchen dann morgen keine weiteren Gefangenen mehr. Das ist ja ein bisschen sinnlos. Ja, da kommt der nächste LKW, der ist nur dafür da, ein bisschen Müll mitzunehmen. Der ist extra leer. Und dann schauen wir doch jetzt mal. 3, 2, 1. Blöpp. Boink. Ob wir nicht einfach hier mal kurz nochmal nachgucken müssen, ob hier nicht irgendeiner bei ist, der in den Schutztrakt rein muss. By the way, stelle ich übrigens diese beiden Straßentore jetzt einfach mal standardmäßig auf offen, damit sie sich hier mehr auf diese Türen konzentrieren können mit ihren Servomotoren. Weil ehrlich gesagt geht mir das auf den Sack, dass die so lange Reaktionszeiten haben. Da stehen unsere Leute 5 Jahre vor und nichts passiert. Das ist nicht so ganz das, was ich möchte. Furchtlos launisch ist alles egal, passt alles in die mittlere Gefahrenstufe. Der mit den Fragezeichen passt natürlich wieder nicht. Aber so ist es halt. Was willst du machen? Initiatorbandmitglied, ich glaube, ich weiß, was ich mit dir mache. Tschüss. Storch ist mir egal. Storch ist mir egal. Alles durch, interessiert hier eh keinen Menschen. Da kommt der nächste an. Das ist der letzte Bus schon, ey. Und auch hier war keiner bei, der irgendwie in den Schutztrakt müsste. Zumindest nicht offensichtlich, wie gemerkt. Aber, naja, trotzdem. Das heißt, wir haben jetzt von 248 Gefangenen immerhin 221 drin. 105 von 106 Leute der mittleren Sicherung und von 106 Leuten der. Ey, wir haben genauso viel Sicherung. 100. Ich korrekt, Jungs, ich schwör dir. Ja, stimmt, macht ja Sinn. Und wir haben aber nur noch 96 von der. Ja, gut. 96, das sind jetzt momentan 10 Leute frei. Wenn sich jetzt noch 16 weitere finden, können wir den nächsten Trakt für den orangenen Bereich freigeben. Aber so eilig haben wir es damit jetzt nicht. Also wenn der jetzt noch ein paar Tage dauert, bis die sich jetzt hier alle von den normalen Gefangenen, wir uns alle verabschiedet haben, dann dauert es halt noch ein paar Tage, macht nichts. Die haben momentan, glaube ich, alle Essen, ne? Genau. Guck mal, wenn ich mir den so angucke, der ist noch ein paar Tage bei uns. Also, wenn die halt noch ein paar Tage länger brauchen, bis sie hier weg sind. Ey, ich hab kein Problem damit. Die können ruhig noch ein bisschen da bleiben. Solange die halt alle qualifiziert sind und alle irgendwo arbeiten, ist mir das problemlos egal. Was kommt da an? Die nächste Ladung Food. Das ist natürlich wichtig. Das bringt uns alles einen Haufen Geld. Welche zwei Leute sind da jetzt wieder vorzeitig entlassen worden? Keine Ahnung. Es sitzen immer noch nur die blauen Leute da drin. Das ist auch richtig so. 16 Stunden dauert es noch, bis unsere Zeugen weg sind. Und ansonsten würde ich sagen, wir haben in dieser Folge doch einiges geschafft. Wir machen Fortschritte. Wir können am Anfang der nächsten Folge, nämlich dann, wenn wir hier ein bisschen Holz verkauft haben, endlich unsere Geißel ablegen und unseren Knast zu 100% ownen. Und danach können wir wieder was bauen. Hey, immerhin, wir machen Fortschritte. Ladies and Gentlemen, das war's mit dieser Folge für diesen Tag. Heute war Sonntag. Hoffe ich. Ja, es war Sonntag. Heute ist Sonntag. Also nicht heute, sondern morgen ist Sonntag. Es ist Samstag jetzt, aber morgen ist Sonntag. Morgen ist Sonntag. Ich bin am Wochenende, ich bin verwirrt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wie immer. Und wir sehen uns, wenn ihr natürlich mögt, ansonsten nicht, in der nächsten Folge wieder. Oder bei City Skylines, das sollte eigentlich auch am Samstag wieder angefangen haben zu starten.
Ne? Ne? Nee. Nee. Nee, 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 nee. Warte mal. City Skylines hat am Freitag auch schon wieder angefangen, ne? Das, ich kann mich erinnern, ich habe am Donnerstagabend ja eine Folge Prison Architect und eine Folge City Skylines. Ja. Ich weiß bitte Bescheid. Okay, dann habt ihr ja am Freitag schon wieder alles nach normalem Plan gehabt. Da hat sich das Ankündigungsvideo ja fast nicht gelohnt. Na doch, klar. Informatieren vor allen Dingen. Informieren will ich euch ja natürlich über alles, deswegen kommen solche Videos dann ständig. Nun muss ich mir irgendwann mal so ein Format dafür einfallen lassen, damit ich nicht immer ein neues Thumbnail entwerfen. Nee, keine Ahnung. Damit das einfach mal so ein bisschen wie so ein Standard-Upload wirkt. Einfach mal so als Info. Aber wobei, ich will die auch nicht so oft machen, weil eigentlich ist das ja immer ein bisschen negativ. Ich drücke mal Pause, nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Weil eigentlich will ich das ja nach Plan immer hochladen. Minecraft hat dieses Wochenende eigentlich auch wieder angefangen, aber ich glaube erst seit Samstag, ne? Seit Samstag. Ich hoffe, seit Samstag. Ich muss das gleich mal nachgucken. Ich habe keine Ahnung. Warum kriege ich eine E-Mail? Der Zeitplan für die Videos. Hey, ich habe ein Video hochgeladen. Hey, gut. Okay, Ladies and Gentlemen, in dem Sinne, jetzt macht es aber wirklich gut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr mögt, bis dahin, macht es gut. Wie gesagt, und ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein.